Freunde, wir müssen reden. Der dahin vegetierende Deutsche Bundestag, der sich einig war darin, zumindest mehrheitlich der Kartellparteien, man möge den Dienstbetrieb weitestgehend vor den Neuwahlen einstellen, möchte jetzt das AfD-Parteiverbot doch noch durchboxen. Und völlig unaufgefordert kam es jetzt zu einem Manifest, einem Konvolut, einer Aussage von 17 Verfassungsrechtlern, die angeblich kein Problem mehr darin sehen, das Verfahren jetzt noch auf die Schnelle vor Weihnachten anzuschieben. Was das auf sich hat, warum das jetzt so schnell gehen soll und wer die größte Angst hat, wenn sich das jetzt verzögert, darüber reden wir jetzt. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr auch künftig alles, was in Deutschland Schlagzeilen macht, was ihr so in den linksdominierten Mainstream-Medien nicht findet und was auch in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht vorkommt, weil es nicht zum Narrativ passt. Ja, es geht jetzt ums AfD-Verbot und angeschoben vom aus dem Bundestag ausscheidenden CDU-Hinterbänkler Marco Wanderwitz vagabundiert ja diese Liste der Schande mit 114 Unterschriften schon durch den Deutschen Bundestag, wo man eine Mehrheit bräuchte, von der man aber noch hunderte von Stimmen entfernt ist. Dennoch sieht es jetzt so aus, so frohlocken einige, dass sich da was tut gegen die AfD. Und man hat Angst, dass es jetzt doch zu lange dauert, denn durch die vorgezogenen Neuwahlen kann es sein, dass sich die Mehrheitsverhältnisse, so viel hat sich auch schon bei CDU, SPD, den Grünen rumgesprochen, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse durch die vorgezogenen Bundestagswahlen verändern, dann war es das mit dem Parteiverbotsantrag. Aber gucken wir mal auf die Details, damit ihr da im Bilde seid und mitreden könnt, wenn es um diese Geschichte geht, die jetzt seit einem Tag sozusagen spruchreif ist. Papier von Verfassungsrechtlern hält AfD-Verbot für realistisch. Das ist so die Überschrift, die ihr auf Twitter, X, mittlerweile lesen könnt. Und dass es jetzt hier noch zu einer Abstimmung im Dezember kommt, wobei man sagen muss, das wird dann verdammt knapp. Wir haben Ende November und wir haben so gut wie keine Sitzung mehr bis zur Weihnachtspause. 17 Verfassungsrechtler sind der Ansicht, dass ein Verbotsverfahren der AfD Aussichten auf Erfolg hat. Ihre Gründe legen sie in einem, Obacht, unaufgeforderten Papier dar. Das heißt, diese Stellungnahme wurde in keiner Weise von irgendjemandem in Auftrag gegeben, zumindest nicht offiziell, liegt aber jetzt vor. Man habe es also jetzt eingereicht. Der Initiator sorgte zuletzt für Aufsehen, als er für die CSU vor das Bundesverfassungsgericht zog. Damals ging es darum, dass die CSU ihre Rechte gewahrt sehen wollte, als es um die Direktmandatsregelung und die 5%-Hürde ging. Aber kommen wir mal da drauf und nennen auch hier mal ein wenig Ross und Reiter. Also diese 17 Verfassungsrechtler um Kyrill Alexander Schwarz sind sich einig, dass ein AfD-Verbot Erfolg haben könnte. Also vorne steht, sie sind sich einig und dann kommt der Konjunktiv, dass man Erfolg haben könnte. Das ist das Ergebnis einer unaufgeforderten rechtswissenschaftlichen Stellungnahme, die dem Rechtsausschuss und dem Innenausschuss des Bundestages übergeben wurde. Damit mehren sich die Stimmen, die auf ein Verbot der Partei drängen und dafür die Initiative ergreifen. Das ist ja das, was Marco Wanderwitz in Auftrag gegeben hat aus den hinteren Reihen, weil wie gesagt nochmal, Marco Wanderwitz ist ein Hinterbänkler, der schon kundgetan hat, dass er ab Februar dem Deutschen Bundestag nicht mehr angehören wird, weil er mit dem Echo nicht klarkommt, was diese Maßnahme hier ausgelöst hat. Also die Juristen kommen in ihrer Stellungnahme zu dem Schluss, dass, und jetzt zitiere ich aus der Stellungnahme, eine belastbare Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Parteiverbotsverfahrens möglich sei. Das ist eine sehr fragile Formulierung. Also es geht darum, was heißt belastbar, dass sie also einer Überprüfung standhalten würde. Und die Einschätzung der Erfolgsaussichten heißt möglich. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass theoretisch jetzt ein Parteiverbotsverfahren vom Erfolg gekrönt sein könnte, wenn sie dann die Hürde der überhaupt
Also die erste Hürde ist ja die, dass der Bundestag mehrheitlich dafür stimmt, dass man diesen Antrag in Richtung Bundesverfassungsgericht stellt. Und zwar, das würde selbst dann funktionieren, wenn man kein Material vom Verfassungsschutz bekommen würde. Denn das sieht ja so aus, dass der Verfassungsschutz jetzt sagt, so kurz vor der Wahl rücken Sie nichts raus und Sie werden auch definitiv keine Höherstufung der AfD vornehmen, weil Sie damit den Wettbewerb um die Stimmen der jetzt ausgerufenen Neuwahlen, dass Sie da dem Wettbewerb damit keinen Dienst tun würden. Dem Spiegel übrigens liegt ebenfalls dieses Dokument vor und auch da zitiere ich gerade, die Juristen schreiben, dass die AfD, Zitat, der prototypische Fall einer Partei sei, durch die, Zitat, die spezifischen Mechanismen der grundgesetzlich verwehrhaften Demokratie aktiviert werden sollen. Nochmal, die spezifischen Mechanismen der grundgesetzlich wehrhaften Demokratie aktiviert werden sollten. Mit anderen Worten, die AfD würde als Feindbild taugen, dass man gegen sie das schärfste Schwert des Grundgesetzes, nämlich ein Parteiverbotsverfahren, aktivieren, also zum Einsatz bringen soll. Das heißt also, bei aller taktischen Finesse, sich einem politischen Gegner in der Debatte zu stellen und ihn argumentativ niederzuringen, sagt man lieber, es wäre besser, wenn wir hier die Partei mal schlichtweg verbieten, um ihr die Grundlage zu entziehen. Weiter heißt es, die Stellungnahme gründet sich auf öffentliche Aussagen von AfD-Politikern auf Bundes- und Landesebene. Für die Einschätzung wurden Beiträge aus den sozialen Medien, Aussagen in Talkshows und auf Bundesparteitagen untersucht. Das heißt, man hat sich hier auf Einzelfälle konzentriert, auf Aussagen, die getätigt wurden, hat die interpretiert und dadurch kamen die Verfassungsrechtler zu dem Schluss, dass die AfD demokratische Prozesse delegitimieren wolle. Dieser Begriff der Delegitimierung ist ja im Moment genauso wie die Desinformation so ein Modevokabular, was sich so durch diese Debatte zieht. Durch die Stärkung parteinahe Kanäle und Medien sollen die Menschen davon überzeugt werden, dass es eines gewaltsamen politischen Umbruchs bedarf. Das ist wichtig, denn das ist mit ein Grund für das Verbot einer politischen Partei, dass es eben gewaltsam zu Umbruchsmaßnahmen kommt. Das heißt, man unterstellt hier, dass die Partei selber plus Kanäle, die man als parteinah bezeichnet, zu einem gewaltsamen politischen Umbruch aufrufen würde. Fraglich, ob sowas standhält, aber Sie führen es hier an dieser Stelle an. Weiter heißt es in dem Dokument, dass die Partei ein, Obacht, wieder Zitat, völkisch-nationales Programm vertrete, was sich sowohl an den Zielen als auch am Verhalten der Politiker ablesen lasse. Zudem wird gesagt, dass die AfD sich in den letzten Jahren radikalisiert habe und die Parteimitglieder hätten, und jetzt jeder, der Mitglied in der AfD ist oder sympathisiert, bitte jetzt genau zugehört, was man euch unterstellt, ihre wahren verfassungsfeindlichen Absichten offenbart. Die Verfassungsrechtler verweisen darauf, dass durch ein Parteiverbot die Ansichten der Wähler nicht aus der Gesellschaft verschwinden. No, na, nee, man zündet nur ihre geistige Heimat an. Das ist meine Interpretation. Dennoch verhindere ein Parteiverbot auf überaus wirksame Weise die weitere Unterhöhlung demokratischer Institutionen. Damit ist der Bundestag, sind die Landtage, sind Kreistage und Ähnliches gemeint. Also überall da, wo demokratisch gewählte Abgeordnete, Mandatare sitzen, sich befinden und auf Basis von freien Wahlen in diese Ämter gekommen sind. Denn das Verbot würde ja durchschlagen bis auf die kleinste lokale Ebene. Und jetzt kommt ein ganz spannender Satz. Die AfD inhaltlich zu stellen, lehnen die Verfassungsrechtler ab. Und auch da sollte man sich die Begründung anhören. Da die AfD im Widerspruch zu den Maximen der Verfassung agiere, das ist eine generelle Aussage, die hier mal im Raum steht, wäre eine inhaltliche Auseinandersetzung zwecklos. Dem Verhalten der AfD stehen demokratische Parteien faktisch machtlos gegenüber. Neben Kyrill Alexander Schwarz gehören den 17 Autoren der Stellungnahme unter anderem folgende Verfassungsrechtler an.
Fabian Wittreck, Leiter des Institutes für öffentliches Recht der Universität Münster, Antje von Ungern-Sternberg, Direktorin des Instituts für Rechtspolitik an der Uni Trier und Stefan Rixen, Direktor des Instituts für Staatsrecht der Universität Köln. Schwarz hatte die CSU vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten, als diese gegen die Wahlrechtsreform der Ampel klagte. 2021 berief man ihn in den Expertenrat politischer Islamismus des Bundesinnenministeriums. Das heißt, es gibt hier beste Verbindungen auch zu Nancy Faeser. Das Gutachten kommt überraschend. Zuvor war die überwiegende verfassungsrechtliche Meinung skeptisch gegenüber dem Verbotsverfahren. Es könnte also sein, dass man hier im Hintergrund all die zusammengekehrt und zusammengeschoben hat, die man überzeugen konnte, das zu unterschreiben, um damit eine breite Meinung zu suggerieren bzw. zu visualisieren. Ja, meine lieben Freunde, folgende Rahmenbedingungen, damit ihr auch da Bescheid wisst. Das unaufgeforderte Rechtsgutachten soll dem Bestreben von Marco Wanderwitz, ein AfD-Verbotsverfahren noch in dieser Legislaturperiode zu starten, weiter Aufwind geben. Der CDU-Politiker hatte zuvor 113 Unterschriften aus Grünen, SPD, Linken und CDU ans Bundestagspräsidium eingereicht. Für das Verbotsverfahren, damit das geprüft wird und gestartet wird, brauchst du eine Mehrheit im Bundestag. Wir haben derzeit 733 Abgeordnete. Das heißt, es fehlen ihm zur Erreichen von 367 Ja-Stimmen noch rund 250 Stimmen. Also der Weg ist weit nach Buffalo, aber er gibt sich optimistisch. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das ganze Verfahren natürlich auch eine strategisch-taktische Dimension hat. Denn das jetzt im Wahlkampf ist natürlich immer so eine Dimension, wo Wähler irritiert sein könnten, ob ihre Stimme verloren geht. Weil viele wissen nicht, wie lange so ein Verfahren dann dauern würde. Denn selbst wenn das jetzt noch im Dezember eingetaktet und eingetütet würde, wonach es nicht aussieht, denn es fehlen 250 Stimmen, sieht es so aus, dass das sich über Jahre hinzieht. Das bedeutet, die Wahlen im Februar werden davon nicht tangiert. Dass also jeder, der die AfD jetzt wählt, dadurch eine Stimme für eine Partei abgeben würde, die in Kürze verboten wird und damit wertlos wäre, das ist nicht der Fall. Also das mal nur so am Rande. Ja, meine lieben Freunde, meine Frage jetzt an euch und bitte da unten ein Kommentar wäre an der Stelle wirklich wertvoll, mir mal mitzuteilen, inwieweit ihr das Ganze als taktische Variante seht, um jetzt den potenziellen Wählern Angst zu machen. Inwieweit tangiert es euch? Und gebt mir doch mal euer Statement dazu, ob ihr sowas für demokratisch verantwortlich haltet, dass so etwas jetzt gestartet wird. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Tag. Wir halten euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Und wenn ihr da unten kommentiert, achtet doch mal drauf, ob ihr unseren Kanal schon abonniert habt. Denn das sind genau die Meldungen, nach denen wir für euch tauchen und die wir euch täglich servieren. Und wir würden uns freuen. So ein Abo kostet nichts, bringt uns aber sehr viel. Wir sind nämlich auf dem Weg zu den 25.000 Abonnenten. Die wollen wir erreicht haben, wenn wir mit euch gemeinsam schaffen, bis zur Vertrauensfrage im Januar. Aber spätestens bis zum Neuwahltermin am 23. Februar möchten wir diese magische Marke geknackt haben. Also toll wäre es, wenn ihr uns dabei unterstützt. Bis dahin, ciao for now, euer Chris.